Und der Stiefbruder sagt, macht so, hahaha, dann wollte man ein Verhältnis. Richtig Klischees heute hier am Start, in dieser Folge Klischee-TikToks. Mach ich nicht, das ist ein voll doofer Titel. Hi everybody, mein Name ist Nico. Ich wollte heute mal international anfangen. Weil die sich gefragt haben, oh, macht Nico jetzt LA-Content? Ist er nach LA gezogen? Nächste Collab mit James Charles? Kann euch beruhigen? Nein. Keine Sorge, bin noch in Deutschland, nicht in LA. Auch wenn ich gerade super international angefangen habe. James Charles ist shaky. Heute reagieren wir wieder auf TikTok-Videos. Ich habe mich im letzten Video gefragt, ob ihr noch ein paar TikToks habt, ob ich reagieren soll. Es kamen unglaublich viele. Ich habe jetzt die Liste irgendwann aufgehört zu vervollständigen. Wir werden noch wieder auf eure TikToks reagieren. Ich habe noch ein paar vom letzten Video, die ich nicht mit reingenommen habe, weil das Video sonst zu lang geworden wäre. Deswegen machen wir heute eine Mischung aus den Reactions aus dem alten Video und eine Reaction aus dem Video jetzt hier. Ihr werdet ein paar Style-Änderungen sehen, ein paar Kameraänderungen, ein paar... Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, ob ihr den fünften Teil noch sehen wollt oder eben nicht. Ich weiß das nicht so ganz genau. Mir macht Spaß, das muss ja auch euch Spaß machen. Und sonst würde ich mich sehr über ein Abo freuen, dann kriegt ihr mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video... Es ist gerade richtig dunkel geworden. Habt ihr das gerade gemerkt? Wow. Mach kurz das Intro zu Ende, okay? Es wird gerade wieder heller, ne? Was ist das für eine Scheiße? Also, lasst gerne ein Abo, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr freuen. Dann kriegt ihr mir gerade eine Benachrichtigung, wenn so ein geiles Video von mir online geht. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Have fun. Dann sagen wir, legen los. Ich hoffe, das Licht bleibt jetzt an. Ich habe nämlich keine Lust, dass wieder das so ein Drama entsteht wie beim letzten Video. Das war Katastrophe, dieses Licht. Furchtbar. Ohne Scheiß. Ich habe mich so geschämt, das hochzuladen. Aber ich fand es ganz lustig. Und klickt auf gerne mal abonnieren. Dann bekommt ihr mal eine Info, wenn eines dieser ganz tollen Videos online geht. Now, this is epic. Ich find's gar nicht gut, dass gleich zu Beginn ein Klischee hier kommt. Leute, die meinen Kanal nicht kennen und dieses Video gerade sehen, und das dann jetzt sehen, denke ich sich auch so, ja, die Gays wieder, ne? Die Gays. Wo sind sie im Gefängnis? Gibt's eine Bestrafung? Das ist halt so das Klischee schlechthin, ne? Die Seife fallen lassen. Ich habe noch nie erlebt, dass das jemand gemacht hat. Ich glaube, das Klischee ist auch schon ein bisschen älter. Ich bin aber auch, wie gesagt, eine Mariah, wie wir alle wissen. Habt ihr schon mal die Seife fallen gelassen? Also ich bin jetzt nicht super hardcore gläubig. Ich glaube auch an irgendwas. Ja, nur weil man schwul oder lesbisch oder keine Ahnung was ist, heißt ja nicht, dass man nicht mehr an Gott glauben darf oder nicht mehr in die Kirche gehen darf. Ich komme auch aus einem Dorf und das Ding ist in diesem Dorf, was ich sehr faszinierend finde, was auch safe in allen anderen 1000 Dörfern sind, ist, ich habe mich geoutet von meiner Mom, von meinem Dad, wobei mein Dad das durch meine Mom erfahren hat, also mein Stiefdad. Und 2-3 Wochen später, nachdem ich das auch so ein bisschen in der Schule gespreadet habe, so meinem besten Freund erzählt damals und so keine Ahnung was, wusste das ganze Dorf gefühlt Bescheid. Zumindest habe ich mich von allen beobachtet gefühlt und gejudged gefühlt. Und ich war dann auch mal in der Kirche wegen der Beerdigung und ich habe mich so unwohl gefühlt, so unwillkommen. Kennt ihr einfach diese Blicke, die sagen, du darfst hier nicht sein? Auch wenn ihr queer seid, ihr seid immer noch willkommen in Kirchen und ihr könnt immer noch beten und so weiter und so fort. Also, ich will einfach nur eine Switch haben, um Fun zu haben. Mein Hetero-Freund. Dann kannst du endlich Animal Crossing spielen, oh mein Gott. Ich habe auch Animal Crossing gespielt. Ich fand es gar nicht so spannend. Ich habe das eine Woche gespielt und dann aufgehört, weil ich mache mir gerade sehr viel Feinde. Ich weiß, es hat mich nicht bewegt. Ich fand es ein bisschen langweilig. Versteht ihr diesen Snap? Falsche Plattform. Dieses TikTok, ich verstehe es nicht so ganz. Da heißt jetzt so, oh Honey, ich spiele das schon vor lange oder ich verstehe es nicht. Schreibt bitte mal in die Kommentare, hey, bin ich dumm? Ach, jetzt verstehe ich es. Es hat gerade ein bisschen gedauert. Ich bin nicht mehr so schnell heute. Wieder so ein Church-Ding. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt. When worlds collide. Das fand ich sehr lustig. Also, für die es nicht verstanden haben, Google das steht von der Kirche. Und dann heißt es eben, wenn zwei Welten aufeinandertreffen. Das war echt funny gerade ein bisschen. Das habe ich auch gesehen, dass das... eigentlich heißt Gay Knickknack. Now I know, jetzt wisst ihr auch, dass das Gay Knickknack heißt. Ja? Welcome. Und ich stell mir vor, du und ich haben einen Namen. Jeder Tag neuer Ort, mein Herz schlägt allein. Fuck who you want, fuck who you want and fuck who you like. Ich schließe mich der Meinung ganz an. Pups. Und ich stell mir vor, du und ich haben einen Namen. Jeder Tag neuer Ort, mein Herz schlägt Alarm. Ich will nur noch dich, jeder andere egal. Oh mein Gott, ich hab das jetzt... Also, ich habe das so gecheckt, dass der Sohn einen schwulen Witz macht. Die Mutter so, oh mein Gott, Vater auch so, wer denkst du, wer du bist? Und der Stiefbruder sagt, macht so... Hahaha, dann wollte jemand ein Verhältnis. Richtig Klischees heute hier am Start, in dieser Folge...
Klischee-TikToks. Mach ich nicht, das ist ein voll doofer Titel. Die beste Freundin sagt, ich stehe auf Mädchen. Hoffentlich ist das nicht schlimm für dich. Ich, ganz ehrlich? Fuck who you wanna, fuck who you like. I agree. Ich finde sowieso, ich habe das Gefühl, jedes Video, es gibt da keine goldenen Regeln, ne? Fuck who you want and fuck who you like. Now you know. Meine Haters, du bist wie ein Mädchen, Faggot, du siehst aus wie Dumbo, du bist so hässlich. War jetzt wieder sehr überspitzt. Ich hätte auch gerne so einen Pool, gerade jetzt in Corona. Ich habe nicht mal einen Balkon, sad. Das ist auch die gesündeste Einstellung. Ich weiß, es ist schwer gesagt, einfach nicht darauf zu hören, was Hater oder Neider oder sonst irgendwas Leute über dich sagen. Es ist sehr schwer. Das war für mich auch ein langer Prozess, da drüber zu stehen und einfach auf dich selbst zu vertrauen. Das Licht gerade wieder schlechter geworden. Forget the haters, cause somebody loves you. Guten Tag, meine Lieben. Ich bringe euch heute bei, wie ihr fließend schwul sprechen könnt. Girl. 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 Also ich hatte eine Phase, in der ich auch auf Girl gesagt habe, die Phase ist irgendwie vorbei. Ich habe allgemein immer so eine Phase, in der ich immer ein Wort extrem krass benutze. Jetzt ist es gerade die Geil-Phase. Ich benutze es voll oft gerade geil. Weiß nicht warum. Aber ja, das ist auch so ein Klischee, dass Schwule immer sagen, Girl. Manchmal sage ich das auch, um das zu verarschen, dieses Klischee. Sag dir Girl, aber das ist schon, das ist echt lustig, muss ich sagen. Hi, ich brauche einen Blumenstrauß für mein erstes Date morgen. Wollen Sie ihn kosen, schenken Sie Rosen. Wollen Sie ihn küssen, schenken Sie Narzissen. Ein kleiner Blumenhändlerspruch. Was darf sein? Mhm. Dann geben Sie mir bitte den Strauß wecken. Oh mein Gott, ich habe das jetzt gecheckt. Geht darauf jetzt nicht ein, okay? Ich möchte, dass dieses Video monetarisiert bleibt. Ich gehe darauf jetzt nicht ein, aber es war echt lustig, also like. Oh. Muss ja gestehen, danke für diese Einsendung. Ich war damals ein riesengroßer Conchita Wurst-Fan, hab sie sehr gefeiert. Hä? I don't get it, nochmal. In die Kommentare. Ja, alle schreiben nur, ich check's. Ich check's nicht. Hä? Das heißt ja, 4 horny people schauen sich gegenseitig an. Meint er jetzt sein Ding? Was auch horny ist? Dann sind sie ja 4. Hä? Dann get it, hä? Und das sind dann meistens die, die nichts machen, ne? Was soll ich da jetzt sagen, ne? That's not me, actually. I gotta go my own way. Das ist lustig. Das finde ich richtig lustig. Das ist richtig mein Humor. Auch mit den Long Nails ist ja auch so ein... Das ist auch wieder ein Klischee. Was ist denn los heute? Ich habe auch 2 lesbische Freundinnen in meinem Freundeskreis. Die haben auch keine langen Fingernägel. Wenn ihr lesbisch seid, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr lange Fingernägel habt oder nicht Fingernägel habt. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube nicht, weil ihr müsst ja... Das ist gar nicht böse gemeint, das interessiert mich wirklich. Das war lustig, jetzt kriegt Like. Das fand ich wirklich lustig. Hallo, mein Name ist Mareike. Und ich habe mir gesagt, Mareike, habe ich mir gesagt, du musst deine kleinen Homos und auch die Lesbierinnen unter euch. Gut, ich will auch die anderen von die anderen Ufer nicht ausschließen und diskriminieren. Es sind die Hater. Aber sie können nichts dafür. Sie wissen halt nicht, was gut ist, nicht wahr? Ich habe einen Tipp für Sie. Ich möchte für Sie quasi Ihr Coach werden. Ich möchte, dass Sie sagen, heute ist ein super guter Tag. Ich bin super gut drauf und das dankt Mareike, nicht wahr? Deswegen coache ich Sie heute. Und zwar über diese Kerle. Es bringt nichts, über die Kerle von der Vergangenheit rumzujammern. Wir müssen einfach lernen, mit dem vorhandenen Material zu arbeiten. Es ist wirklich wahr. Und für die Selbstwertgefühl habe ich auch noch einen Tipp für Sie. Passen Sie auf. Sport gibt uns das Gefühl, nackt besser auszusehen. Jetzt kommt Mareikes Spezialtipp. Sekt tut es auch. Es ist wirklich wahr, es auf dich schlank, nicht wahr? Das ist mein Grill. Aber ist das eine Parodie auf Happe Kerkeling? Weil der hat ja auch eine Figur, die so redet. Es ist sehr lustig. Ich finde es sehr unterhaltsam. Meine 3 Tipps für das perfekte Coming Out. Nummer 1. Wichtig ist, dass du immer offen und ehrlich zu dir stehst. Dass du daran denkst, dass deine Sexualität nichts Schlimmes ist. Nummer 2. Erzähl es zunächst einer Person. Das kann dein bester Freund sein, deine beste Freundin, deine Geschwister oder ein Teil deiner Eltern. Sobald es eine Person weiß, wirst du merken, wie befreit du dich fühlst und dass du plötzlich viel mehr Mut hast. Tipp Nummer 3.
Und zu guter Letzt, du bist der Herr über dich selbst. Du kannst entscheiden, wem du es erzählst und wem du es nicht erzählst. Das Ganze wird, egal wem du es erzählst, eh irgendwann die Runde machen. Also ist es keine Not, es direkt öffentlich zu machen. Behalte es im kleinen Kreis und mit der Zeit entwickelt sich alles und du wirst glücklich. Und mit dieser schönen Anekdote beende ich das heutige Video. Wie gesagt, wenn ihr noch einen weiteren Teil davon sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Und gerne eure Meinung zu diesen TikToks, die ich nicht gecheckt habe, in die Kommentare, damit ich sie verstehe. Ich habe so oft dank euch dieses Ah-Gefühl gehabt, so nach dem Motto, ah, I'm stupid, you're smart. Und noch einen schönen Tag, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.